Wir stehen hier vor der Fischerstube und sie ist noch geschlossen, deshalb müssen wir draußen warten. Aber in dieser Fischerstube werden diesen Sommer wieder oft die Gewinne und Verluste an der Börse diskutiert. Und dabei nimmt man gerne das Statement, das Bankkonto-Statement zur Seite. Und ich möchte Sie schon jetzt darauf hinweisen, Ihr Bankkonto lügt. Es lügt nicht absichtlich, denn es ist gar nicht anders möglich, als die Tatsachen falsch darzustellen. Ich zeige Ihnen es an einem schönen Beispiel. Wir haben Meyer Burger gekauft und in meinem Bankstatement steht zurzeit, Meyer Burger ist 790 Franken wert. Das ist ein Verlust von 85%. Absolut schrecklich. Glücklicherweise musste ich meine Bankstatements durchgehen über die letzten Jahre und da ist mir aufgefallen, dass Meyer Burger letztes Jahr die Rechte, meine Bezugsrechte verkauft hat, oder meine Bank hat die Bezugsrechte für Meyer Burger verkauft und ich habe dabei 928 Franken verdient. Das ist gar nicht aus meinem Performance Statement ersichtlich. Mit anderen Worten, das, was hier in meinem Depot steht, als Stand, wo ich stehe, als Performance, wo ich stehe, berücksichtigt eine der wichtigsten Einnahmen aus dieser Aktie gar nicht. Es berücksichtigt nie die Einnahmen aus Dividenden. Aus diesem Grund ist der Depotauszug komplett falsch. Was machen Sie damit? Das Wichtigste ist, dass Sie nicht die einzelnen Aktien anschauen. Denn es ist nicht möglich, die Dividenden bei den Aktien auszuweisen, weil man ja nicht weiß, was man mit den Dividenden gemacht hat. Deshalb sollten Sie nur das Gesamtportfolio anschauen. Das gibt Ihnen die richtige Auskunft. Merken Sie sich also, was Sie in das Portfolio ein- und ausbezahlen und schauen Sie an, was es heute wert ist und dann wissen Sie, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.